RB Leipzig ist im Hinspiel der finalen Europa League-Qualifikationsrunde gegen Zorya Luhansk nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Trotz drückender Überlegenheit und 74 Minuten Überzahl gelang der Mannschaft von Ralf Rangnick kein Treffer. Im Rückspiel in Leipzig am kommenden Donnerstag 18:30 Uhr und im Live-Ticker braucht Leipzig nun einen Sieg, um den Einzug in die Gruppenphase in der regulären Spielzeit zu erreichen. Zorya Luhansk, RB Leipzig 0:0 Rot, Letnev 16. Luhansk, Aufstellung RB Leipzig, Fogo, Mukile 62. Forsberg, Konate, Orban, Saraki, Leimer 80. Klostermann, Ilsenker, Demme, Brummer, Kunja 72. Paulsen, Werner 28:6 Schüsse, Leipzig übte von Beginn an Druck auf die Ukraine aus und ließ den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren. Im letzten Angriffsdrittel fehlte den Roten Bullen lediglich das nötige Tempo und die richtige Entscheidungsfindung. So schoss Leipzig zwar 28 Mal in Richtung des Tors von Zorya-Torhüter Luis Philipp, nur 5 Mal aber auf den Kasten. Nach dem Platzverweis von Bogdan Letnev, der gegen Marcelo Saraki nachtrat, entwickelte sich die Partie noch mehr in diese Richtung. Leipzig lief an, war jedoch zu Ideen und damit auch harmlos. Die beste Möglichkeit der Sachsen hatte Werner in der 14. Minute vor dem Platzverweis, als er von der linken Seite ins Zentrum zog und aus rund 16 Metern an Philipp scheiterte. Mit der Einwechslung von Emil Forsberg nahm das Leipziger Spiel noch einmal Fahrt auf. Für ein Tor reichte das jedoch nicht. Punkt. Europa League Quali, die Ergebnisse aller Spiele im Überblick. Heimergebnis: Gast Torpedo Kutaisi 0:1, Ludogorets Zenit St. Petersburg 3:1, Molde FK Trenčín 1:1, AEK Larnaca SK Sigma Olomouc 0:1, FC Sevilla Apoel 1:0, Astana Sheriff 1:0, Karabakh Suduva 1:1, Celtic Glasgow Sparta Salzburg 3:1, Maccabi Tel Aviv Malmö FF 2:2, FC Midtjylland Atalanta Bergamo 0:0. FC Kopenhagen Olympiakos Piräus 3:1, FC Burnley Basel 3:2, Apollon F91 Düdelange 2:0, CFR Cluj Partizan Belgrad 1:1 besiegt das SK Rapid Wien 3:1, Steaua București KRC Genk 4:2, Brøndby Ivzoria Luhansk 0:0, RB Leipzig Olympia 0:2, Spartak Tirana Rosenborg BK 3:1, Scandia Glasgow Rangers 1:0, FC UFK Gent 0:0, Girondins Bordeaux Merbais Box. Der dubiose Chef von Rapid-Gegner Steaua, Christian Heidel, spricht über 50:1 per WhatsApp Nagelsmann umgarnt Rudi.